Hey Leute, was geht? Hier ist euer Nico mit Watch Dogs. Und zwar im Story-Modus. Ja. Ihr könnt ja schon mal die Story voraus in die Kommentare schreiben. Ob ich weitermachen soll dann mit Watch Dogs. Oder nicht. Also online wird dann auch wahrscheinlich noch kommen. Aber jetzt erstmal Story-Modus. Ich habe jetzt gestern schon mal vorgespielt und ja, schon mal die erste Mission, zwei sogar schon. So, zwei war es, glaube ich. Und ja, dann habe ich jetzt mal überlegt, mache ich jetzt mal ein Video. Ja, ich hab mit der Steuerung noch ein paar Probleme, aber ich versuch's so gut wie möglich. Und da ist ja. Und ja, ich bin ein bisschen an die Steuerung von GTA gewöhnt. Die Autos hier müssen sich ein bisschen komisch lenken, aber naja. Oh fuck. Ja, ihr seht, ich kann das noch nicht so gut fahren. Ah, geh weg. Aber ja, ich versuche mein Bestes. Yippie, interessiert mich gerade nicht, ob ich halt. Oh fuck. Oi, oi, oi. Ja, aber wenn wir die Trägers mal raus hinten fahren, dann ist einfach. Aber wir müssen jetzt mal raus haben. Wenn man halt viel GTA noch zockt, dann ist es schwierig. Naja, und zwar in der letzten Mission ging es auch darum, also da hat man nochmal gesehen, wie alles passiert ist. Dann hat man erst diesen Maurice, das war der eine auf dem Motorrad, falls ihr das Video irgendwo anders schon gesehen habt, in der Umkleide da verprügeln müssen und so. Und dann vor der Polizei fliehen und so abhauen auch aus dem Gebäude. Und irgendwie eine Puppe. Ja, und dann ist man zu der Schwester von dem. Also ist man zu der Schwester gefahren. Und ja, und ja, da hatte der so einen Geburtstag und so. Und dann musste man so einen Verbrecher verfolgen. Ja. Und den dann letztendlich töten. If CTOS doubles their guards, I better double my weapons. Ja. How you doing? Ja. Fuck. Ja, ich hab kaum Geld, seht ihr? hier sind ja Waffen, die ich mir kaufen kann. Guck mal, hier Sturmgewehre, glaube ich. Schrotflinten. Ah, GTA-Schrotflinte, yippie. Ja, ein Sturmgewehr. Und ich möchte das hier kaufen. Over the past few weeks, CTOS centers throughout Chicago have increased security due to several attacks from activist hacker groups DedSec. Okay. When asked about security changes, Bloom spokeswoman Charlotte Gardner was decisive. Chicago's safety is paramount, so we've hired private security for every CTOS control center. These highly skilled peacekeepers have trained in the most dangerous regions of the world. Yeah. In fact, Ms. Gardner, the peacekeepers you refer to are military mercenaries, many with criminal records. Isn't that true? Also ich weiß nicht, ob es eben bei euch aus Lord Mir was gerade richtig laut. We reject our brave soldiers for proudly serving their country, should we? Our CTOS network is well protected. Chicago is off me. Ja, man kann halt hier alles hacken. Ich denke, ihr kennt Watch Dogs ja schon richtig. Und das ist schon geil. Also, man kann wirklich alles hacken. Man kann Poller hacken. Also, abhängen, alles Mögliche. Und das ist. I want that voice behind the phone call. Oh fuck, ich glaube, ich krieg deiner Seite rüber.
Ah ja, ich glaube, diese Mission habe ich schon mal gesehen irgendwo. Beim anderen YouTuber. Ich glaube, da muss ich jetzt Stück für Stück vor. Ich muss dann, glaube ich, Stück für Stück vor und da rein irgendwo. Ja. Ups. Steigen wir mal aus. Das Problem ist, so mein Handy ist, man darf hier nicht entdeckt werden. Das ist sehr groß. Ah, da bin ich ja. Okay. Das ist so ähnlich wie die letzte Mission. Man muss. Oh, wie geil. Ja, ich glaube. Die ist da drin irgendwo. Die Person. Ah, da ist er noch. Der hat keinen Zugangscode. Hat er da hinten? Don't see anything. Are you fucking kidding me? There's nothing here. Moving on. Uiuiui. Ja. Das ist schon ein bisschen schwierig, ja, aber naja. Okay, da kommt. Wer ist das? Oh, Kamera. Uiuiui. Das Problem ist, es ist so schwierig. Ja, hab ich alles schon gesehen beim YouTuber. Aber es ist auch nicht schwierig. Ups, 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 ups. Okay, ich hab schon alle rausgejagt hier. Das ist halt gut, wenn man alle vorher rausjagt. Hier drin weg und man kann hier relativ in Ruhe rumlaufen. Aber man sollte halt trotzdem aufpassen. Nicht einfach. Oder es liegt das. Ups. So. Oh Gott. Ja, ihr seht, das ist ein bisschen. So. That's it. Oi, oi, oi. I'm hacked in. What? You mean? You're in the CTOS already? I'm looking at the network as we speak. You've got your access, and I've got mine. Profiler system's online. Everybody's nasty little secrets at the click of a button. This thing's highlighting all kinds of stuff in the district. I can take advantage of some of this. Keep an eye out for online traffic. If I can see them, they can see me. All right, I gotta move. I mean, a lot of noise here. Give me time to track your caller. I'll be in touch. Ja, ich muss mal gucken. Ups, es geht schon weiter. Gebiet verlassen. Fuck.
Zwar ein bisschen unglücklich, aber es ist halt schon schwierig. Renn. Oh! Okay, können wir nicht mitnehmen. Ja. Oh, oh cool, der Wagen ist relativ neu. Watch your back, you can't be far. I lost sight of him. Ja, ich schau lieber auf, um die alle zu töten. Der verschwindet nur Munition. Okay. Oh mein Gott. Wir können. Wie viel Money hab ich? Ach Gott. Ja, hier ist eher Geldproblem. Hey, I need you to cover something for me. What is it? I lined up a lucrative deal with a very demanding client. He needs a driver. No. But here's the thing. I come in this morning, find Maurice trying to dig his way out of the guest room. So I need to move him. Now I could pass this problem on to you, since Maurice is really your problem. But that's not my style. I always finish what I start, and all I'm asking of you. All right. Fine. I'll handle it. Well, no, don't let me put you out. I said I'd handle it. What's the job? Exactly. It's a delivery job. Gotta move some guy. I mean, how hard is that? Just keep in mind my reputation's on the line here. He's paying top dollar for the best driver in Chicago. Then he's in luck. DedSec is claiming responsibility for recent attacks on the CTOS transit system. Trains suffered various disruptions, including rerouting themselves, missing stops, and changing speeds. I'm with Transit Authority representative Pete Gunnarsson. Mr. Gunnarsson, is the system vulnerable to attacks from hackers? Our train system is safe and reliable. These hackers are just bored teenagers. Hell of a fixer. I made too much noise in the loop. Oh god. This guy's found me. Voll. Well, now I better find him. Jordy's job will have to wait. Ich wurde gehackt, also. Geh weg. Ja, und zwar ist es so. Ja. So, das ist so. Wir müssen jetzt den Profiler öffnen. Und wir wissen nicht, wer. Shit, he's trying to hack in. Ja, und jetzt hackt er mich. Maybe if I trace his signal back, I'll find him before he breaches my phone. Wo kann der sein? Bankkonto, okay. Okay. There you are. You're mine now. Oh, ja, PlayStation 3, falls ich noch nicht gesagt habe. Got him. That's one fixer down.
How many more are out there? Well, someone's taken an interest in me. Pixers are mercenaries, they work for a paycheck. Someone's issued a contract on me. That's bad fucking news. If I remember right, these guys communicate through the grid. Excuse me? So kann man sich Geld machen. What's your problem? Ah, ich weiß, dass wir Job hatten, aber wie die jetzt sagen, mach mal den Job da oben. Aber oh, man sich auch nicht so Spaß haben. Ja. Okay. Okay, müsste es sein. Wo bin ich gerade? Oh, das hier. In fact, no time like the present. Let's see what kind of contract I can pick up. Bevor ich jetzt starte, so. Oder ich will noch ein Auto. So. Ups, sorry. Und so schon mal im Voraus, also wisst ihr, GTA kommt ja auch die ganze Zeit. Und ich nehme normalerweise die ganze Zeit immer mit Gecko auf, aber jetzt hat auch ein Freund von mir, auch YouTuber, vielleicht kennt ihr ihn, Keltalogs heißt der, GTA. Und da werden wir zusammen mal aufnehmen. Ich werde ihn auch mal nehmen, und er wird mich auch mal nehmen. Aber ja, und also wir werden dann zusammen GTA. State your emergency, please. Something's happening. We're gonna need the police here. Squad all units initiating CTOS scan for suspect. Ich weiß es allerdings auch nicht. Squad all units, CTOS scan successful. Suspect located and marked. Ich weiß allerdings auch nicht, wie man hier das Licht ausschaltet und so. Ja, ich weiß gar nicht. Nein, hier. Das Licht jetzt ausschaltet, aber ja, gut, witzig. Drücken wir aus. Darf ich ja nur nicht sehen. Gehen wir mal immer für das Auto. Das ist sehr schön.
gut, gleich da hinten verteilen. Wenn der jetzt da hinten bleibt, läuft alles gut. Das Problem ist, der Kreis wird immer kleiner. Und ja, das ist dann halt total blöd. Weil ich muss immer im Kreis drin bleiben. Habt ihr eben gesehen. Und wenn der jetzt außen rum läuft, komme ich nicht mehr weit weg. Das ist das Problem. Fuck, ich war schon wieder. Das kostet gerade. Ach so, man muss sich also im Wagen verstecken, wenn man will, dass die Lichter ausgehen und so. Ja, das ist sehr knapp, weil er läuft da hinten rum. Nein, er kommt. Ja, Leute, seht ihr, es ist dumm, ich habe mich hier nicht gesehen. Ja, ihr seht, es ist voll blöd, weil ihr könnt nicht weit abhauen, weil der, das ist so ein kleiner Kreis. Okay, und ich habe das auch zum ersten Mal gemacht. Ich war jetzt ein Versuch, aber also ja. Normalerweise müsste ich jetzt. Also, wie gesagt, ich habe sowas noch nie gemacht. Und es gibt auch noch kein gescheites Online, das ist nämlich auch scheiße. Naja. Ja. Ja, aber ich glaube, wir sind jetzt eh mit der Zeit so 20 Minuten müssen. Alright, now I can deal with Jordy's job. Some kind of driving contract. Schreibt mal in die Kommentare, wie euch das so gefallen hat. This won't be a typical taxi service. Und the trick with these jobs is avoiding the cops. Ob ich weitermachen soll oder ob also mit Watch Dogs Singleplayer online wird auch noch kommen, könnt ihr aber auch gleich schon mal in die Kommentare schreiben. Oder ob ich aufhören soll. Ja. Okay, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ja. Dann würde ich sagen, ciao. Bis zu GTA. GTA, hier, dem halt GTA oder Bobs oder